Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Der Moment, auf den Musikliebhaber und Klassikfans aus aller Welt lange gewartet haben. Das erste Konzert in der vom Star-Architekturbüro Herzog und de Meuron entworfenen Elbphilharmonie Hamburg. Ich bin sehr froh, dass es jetzt so ist und dass eben dieses Leben jetzt Einzug nehmen kann und dass das Gebäude so hat fertig erstellt werden können und dass Musik gespielt wird und dass Leute das Gebäude begehen und erleben können. Seit Wochen fiebert die Musikwelt diesem Konzertereignis entgegen. Zur feierlichen Eröffnung des Konzerthauses waren neben vielen Hamburgern Ehrengäste aus Wirtschaft, Kultur und Musik sowie zahlreiche hochrangige Politiker dabei. Darunter Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. Meine Damen und Herren, die Elbphilharmonie ist für mich auch ein Bau, der unserer offenen Gesellschaft entspricht. Ihre Architektur führt Unterschiedliches zusammen, ohne es irgendwie gleich machen zu wollen. Dafür steht die Plaza als Ort der Begegnung, die für alle zugänglich ist. Mit dem Konzertprogramm Zum Raum wird hier die Zeit, eine Welturaufführung, spielt das NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock den neuen Konzertsaal ein. Einen der besten der Welt. Dieser Saal hat wirklich eine Aura. Es gibt eine bestimmte Magie. Auch die ganz weit entfernt sitzenden Zuschauer sind in der Elbphilharmonie doch sehr dicht dran. Also ich glaube, alle Bedingungen sind gegeben, dass man hier wirklich zu ganz großen und auch intimen Musikereignissen kommt. Die Form des Raumes und das Material, hier ist alles Teil der Akustik. Daher ist die einzigartig. Eine Besonderheit, das Orchester ist von den insgesamt 2100 Zuschauern umgeben. Dadurch entstehen eine unvergleichliche Nähe und ein perfektes Klangerlebnis. Ja, die Elbphilharmonie setzt Hamburg die Krone auf. Und zwar weit über die Musik hinaus. Es ist natürlich die Elbphilharmonie eines der besten Konzerthäuser der Welt, gleich von Anfang an. Die internationale Musikszene liebt die Elbphilharmonie genauso wie das Publikum. Für die erste Saison wurden schon 500.000 Tickets verkauft. Natürlich wollen wir die Hamburger Musikszene im besten Licht erscheinen lassen. Dann müssen aber auch die ganz großen Namen der Klassikbranche zu Gast sein, die besten Orchester der Welt kommen. Die Insider erwarten sich aber auch ganz spannende, neuartige Projekte, die man nur in einem neuen Konzerthaus machen kann. Die Hamburger und ihre Gäste haben ihre Elbphilharmonie längst erobert. Sie ist ein Haus für alle und das neue Wahrzeichen der Stadt. Mit der Eröffnung und dem ersten Konzert gehört Hamburg jetzt endgültig zu den ersten Adressen der Musikwelt.